Zurück bei der Callisto Protocol, nachdem wir den Geheimraum gefunden haben. Und jetzt wollen wir uns wieder auf den anderen Weg begeben, nämlich zum Medizinbereich der Show-Abteilung. Der Hochsicherheitsabteilung. Ah, hier war ich doch schon, oder? Ja, genau. Ich höre auch wieder irgendwelche Mutanten, aber ich sehe sie nicht. Okay, warum waren die jetzt wieder hier? Ich habe doch die vorhin schon erledigt. Das war wie eine Art Respawn jetzt, weil genau hier hat mich vorhin schon einer attackiert. Speziell, vielleicht... Vielleicht haben die regespawnt. Naja, die waren gnädig, ein Medikit und Munition. Oder bin ich nicht am gleichen Ort? Ich habe gerade völlig die Orientierung verloren, Mann. Also hier war ich definitiv, oder? Ich schätze, dann geht's jetzt hier rechts lang, oder? Da oben war die Wäscherei. Warte. Ich muss das kurz überprüfen, einfach um sicher zu sein. Ja. Das habe ich übrigens vorhin in der anderen Folge falsch gesehen, dass die Wäscheleine, die lief immer. Das habe ich voll falsch interpretiert vorhin. Ich habe kurz gedacht, als ich da reingekommen bin, die ist nicht gelaufen, aber die lief immer, ne? Das war ein kleiner Fehler von mir in der letzten Folge. So, Wartung B414. Ich hoffe, wir kommen hier durch zum Medizinbereich. Oh, hier gibt's noch Überlebende. Natürlich Überlebende und auch potenziell wieder Infizierbare, ne, die uns dann wieder attackieren. Kann man auch so sehen. Was war das? Scheiße. Meine Fresse, ey! Okay, der hat mich erwischt, ne? Boah! Da soll mal einer sagen, das Spiel sei nicht gruselig genug, Alter. Und die Atmosphäre sei nicht gut. Der soll das so wie ich mit Headset spielen, Alter, im Dunkeln. Ah, dann kommt die Scheiße aber richtig rein. Alter, bin ich erschrocken jetzt. Der kam auch mit einem irren Tempo da rausgesprungen. Meine Fresse, ey. Puhu! Der Puls kurz bei 180 oben, Mann. Scheiße, ey. Boah. Guten Morgen, jetzt bin ich wach. Es war Abend, aber naja. Ich bin ja echt froh, dass ich minimale Schwierigkeit eingestellt habe. Ich glaube, sonst würde ich hier verzweifeln. So lässt es sich ziemlich gut spielen, das macht Spaß. Und wenn es dann wirklich zu einfach wäre, dann kann ich auch wieder hoch. Aber ich bin momentan so zufrieden eigentlich. Ah, haben wir den Medizinbereich? Geh weiter zum Hintereingang. Da kontaktiere ich dich. Okay, Medizinbereich gefunden. Dr. Ewan Hayes. Dr. Ewan Hayes, 1,67, 69 Kilo.
Nicht so schwer, ne? Auch nicht so groß. Tod, natürlich. Geburtsdatum 29.10.2275, Umlaufflügel 2, Europa Station. Beruf Arzt. Zulassung durch den medizinischen Aufsichtsrat Europa 23.05. Belobigung für medizinische Innovation in der Onkologie 23.15. Versetzt in die Haftanstalt Black Iron als Bedingung einer Entscheidung des medizinischen Aufsichtsrats Europa mit Bezug auf zwei Fälle von Amtsvergehen und ethischen Verstößen. Okay, 23.16. Also 15, ein Jahr nach der Belobigung hat er sich dann irgendwie voll verrannt und begann zwei Fälle von Amtsvergehen und ethnische Verstöße. Das waren seine letzten Worte. Isolation. W01. Ich werde doch direkt wieder angesprungen hier. Fick dich, Alter! Mit dem habe ich tatsächlich gerechnet, ne? Bin ich jetzt nicht so erschrocken, aber. kommt raus zum Spielen. Oder doch nicht. Wegen dieser eine Szene bin ich jetzt total angespannt. Toll. Was ist das hier? Blut wahrscheinlich, oder? Okay. In der Station 3 wurde ordentlich gewütet. In der Handschuhe von Captain Ferris gefunden. Das ist ein Grip. Die Dreckswachen setzen ihn gerne gegen uns ein. Ja, ich erinnere mich. Aber es ist gut. Funktioniert bei allen möglichen Sachen. Probier's einfach mal aus. Oh ja. Mach ich. Das war der Handschuh, wo er so Sachen rumschleudern konnte. Aber das ist nicht Captain Ferris hier, oder? Wie komme ich jetzt auf den Handschuh? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Torsicherung. Nein, oh mein Gott. Das war für gar nichts jetzt. Scheiße. Wie kann ich jetzt den Handschuh benutzen? Schwerer Nahkampfangriff. Mit R1, echt? Es ist mir gerade ein Rätsel, wie ich diesen Handschuh benutze, ganz ehrlich. Es stand vorhin, aber ich habe noch was anderes gemacht gerade. Ich
fest! Ich versuch's ja! Was ist los? Gut festhalten! Ich hole Betäubungsmittel! Schnell! Es sind Häftlinge auf dem Weg zu uns! Dr. Mahler! Sind Sie da? Dr. Mahler! Okay, die haben hier schon Untersuchungen. Sie wissen nicht, was los ist. Irgendwas hat die Leute kurz vor dem Ausbruch infiziert. Ein Virus offenbar. Boah, das mit diesem Handschuh nervt mich gerade. Das ist da nicht besser, Ach so! Na, das ist aber nice. Jetzt verstehe ich's. Oh Gott! Was ist das für ein Brocken? Keine Munition mehr. Oh Gott. Jetzt lief's mega gut mit dem Ausweichen. Nice. Okay, mit Toten geht das nicht. Aber mit Kisten. Ups, Entschuldigung. Das war dein Arm. Nice. Oh, das ist richtig nice. Aber es braucht Akku offenbar, ne? GRP-Batterien. Der GRP lädt sich mit der Zeit langsam wieder auf und kann auch mit einer GRP-Batterie schnell aufgeladen werden. Alles klar. Wenn dem GRP die Energie ausgeht, während du einen Gegner oder ein Objekt hältst, wird er es fallen gelassen. Der GRP verbraucht, falls verfügbar, automatisch keine Batterie aus dem Inventar, um die blaue GRP Energieleiste auf dem Nacken von Jacob aufzufüllen. GRP-Batterien können auch manuell im Inventarbildschirm verwendet werden. GRP-Batterien können aufgehoben in Beutekisten gefunden und von Gegner fallen gelassen werden. Okay. Das ist das blaue Teil, das da oben jetzt blinkt. Das lädt sich auf mit der Zeit. Ich könnte jetzt aber natürlich auch hier diese Batterie nutzen. Und dann lädt das schneller auf wahrscheinlich, oder? Ist das richtig? Scheint so. Ich habe aber noch 12 Schuss. Ah, ich habe nachladen können während dem Kampf. Gut. Das waren zwei Brocken, ne? Krass, die Typen. Macht Laune. Was hast du? Ah, Credits. So, die Türsicherung von vorhin. Und Tür geht auf. Wo ist dieser Ferris hin? Wir haben nur den Arm gefunden. Seine Leiche habe ich nicht gesehen. Der hat sich sicher verwandelt. Wetten? Ich schätze, wir haben den nicht zum letzten Mal gesehen. Er ist speichert hier. Das heißt, ich gehe nochmal zurück. Weil ich schätze, es geht dann da weiter. Und hier war nämlich auch noch ein Durchgang. Vorrat C107. Oh ja, danke. Den habe ich ja vorhin so lächerlich verbraucht. Das ist, ist das eine Batterie? Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Können wir liegen lassen. Und hier ist ein Reforge. Kann ich hier aber was herstellen? Mal schauen. Nein! Ah!
Wer packt diese Würmer immer in diese Sachen rein? Waschmaschine jetzt hier im Schrank? Kackwürmer, ey. Munition. Was ist das hier? Awaits. Okay, ich kann das kaum lesen, weil das so hell ist. Revolvermunition. Inventar voll, warte. Munition wäre schade, nicht mitzunehmen. Ich habe 2 Gesundheitsinjektoren. Makellose Energieumwandler, warte. Den brauche ich jetzt hier beim Reforge. Und dann kann ich die Munition wieder mitnehmen danach. Der geht nicht, ah doch. UJC-Druck für alles, was Sie benötigen. Jawollo. Was kann ich verkaufen? Ah, ich kann auch Sachen verkaufen. Also, wir hätten hier die Pistole. Da hätten wir ein Stabilitäts-Upgrade. Rekonfiguriert Druck durch die Ergänzung eines vorderen Handgriffs, um Rückstoß zu verringern. Kostet 200 Credits. Was habe ich hier? Das ist die Gravity Resistant Projector. Das ist die GRP. Gekauft. Erhöht die maximale Energiekapazität. Dafür habe ich überhaupt nicht genug Credits. Das lohnt sich noch nicht. Gesundheitsinjektor. Kann ich kaufen, ne? Eine Ampulle mächtiger medizinischer Flüssigkeit. Eine mächtige medizinische Flüssigkeit, das ist auch spezifisch beschrieben. Die beinahe jede Verletzung heilen kann, sobald sie in den Blutkreislauf injiziert wurde. Die könnte ich wahrscheinlich verbessern ein. Oder ich könnte so eine hier kaufen, brauche ich aber nicht. Ich habe 2 davon. Munition kaufen für 120 Credits brauche ich auch nicht. Den Elektroschlagstock verbessern. 300. Oh, Konterangriff. Das ist nice. Aber ich würde gerne für das sparen eigentlich. Weil jetzt 200 aufzugeben für die Stabilität, ich weiß nicht so recht. Ich möchte dann lieber den Stock upgraden, wenn ich ehrlich bin. Deswegen warte ich noch ein bisschen. Ich könnte natürlich aber was verkaufen, oder? Ich könnte einen Injektor verkaufen oder hier. Einen makellosen Energieumwandler. Oder einfach einen Energieumwandler. Weil dann hätte ich genug, um jetzt den Schlagstock... Blocken Konterangriff. Schaltet einen neuen tiefen Angriff frei, der nach einem erfolgreichen Block des letzten Angriffs eines Feindes verwendet werden kann. Öffnet die Abwehr des Gegners für Folgeangriffe. Nice. Montage. Montage. Das ist cool gemacht. Ich mag so Sachen. Qualitätsprüfung bestätigt. Jupp. Danke, guter Reforge. Blockschutz. Ja, da kommt schon noch was, ne? Aber kann ich das Inventar nicht verbessern? Das finde ich ein bisschen schade. Konterangriff blocken. Halte den linken Stick gedrückt, um einen gegnerischen Nahkampfangriff zu blocken. Ein erfolgreicher geblockter Angriff fügt viel weniger Schaden zu. Suche nach dem Blocken nach einer Gelegenheit für einen Gegnerangriff. Tiefe Angriffe fügen dem Gegner Schaden zu und werfen ihn um. Gut. Können wir dann direkt mal ausprobieren, wenn wieder ein Gegner kommt. Das Inventar ist klein, aber da bei dem Teil sah es größer aus, leider. Bisschen schade, weil ich habe hier nur einen Platz frei. Gut, ich kann aber die Munition jetzt doch wieder weiter mitnehmen. So, zum Glück bin ich hier nochmal lang. Oh Gott. Da hat sich wieder was zum Abendbrot rausgehangen. Oh.
Will ich überhaupt hier durch? Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jacob, du hast es geschafft. Mein Weg zur Schuhe war echt die Hölle. Ich öffne dir den Wartungsaufzug. Wir bringen dich dann hoch, okay? Ja. Officer Dux Simmons. Tod, der ist hier gestorben mit den anderen Leuten. Auch von Europa. Officer Dux Simmons oder Simmons, 1,80, 89 Kilo, 23,13, Verwarnung nach mehrfachen Häftlingsbeschwerden. 23,16 nach UJC Medienrecherche offizielle Untersuchung bezüglich Häftlingsunfalltod eingeleitet. 23.18 nach interner Untersuchung in die Haftanstalt Black Iron versetzt. 23.19 Arbeitsbelobigung ausgegeben. Erhängter Wärter. Das waren aber die Häftlinge dann hier. Ich glaube, die Häftlinge haben die hier umgebracht. So quasi als Rache, ne? Das waren nicht die Mutanten. Außer vielleicht den hier, den haben sie wahrscheinlich abgenagt oder so. Oh Gott. Was für ein Massaker. Was sind eigentlich das für Kisten? Ah, Inventar voll. Ich brauche unbedingt mehr im Inventar, ganz ehrlich. Wofür ist das eigentlich? Bauteile, die an einem Reforge zu einem niedrigen Preis für... Ah, die kann ich verkaufen, ich Idiot. Die brauche ich gar nicht, warte. Ich gehe nochmal zurück. Die sind für nichts, die kann ich nur verkaufen. Weil dann kriege ich wieder Platz im Inventar und wieder mehr Credits. Wer lesen kann, ist im Vorteil. Bauteile, die an einem Reforge zu einem niedrigen Preis für Callisto-Credits verkauft werden können. Die UJC hat den Kauf dieses Schmuck... Ah, das war dieses Schmuggler, das Schmugglerzeugs. Na gut, perfekt. Gut, habe ich das nochmal gesehen. Freie Auswahl. Ich will nur verkaufen, mein Freund. Respektive, ich kann jetzt natürlich gleich wieder... UTC-Druck wünscht Ihnen einen United Tag. Die Waffe verbessern. Drucke. Abgeschlossen. Magazingröße. Schadensupgrade. Auch nicht schlecht. Hier warte ich mal noch. Ah, das ist sowieso viel zu teuer. Ich kann das Magazin, könnte ich noch. Das mache ich noch, ne? Die Magazingröße aufstocken. Bei Problemen bitte an den Administrator wenden. Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. Danke. Gibt keine Probleme, mein Freund. Hast du alles perfekt gemacht. Kleiner Reforge. Zehn Schuss. Perfekt. Jetzt habe ich nämlich wieder Platz im Inventar. Und jetzt würde ich eigentlich den Injektor hinten holen.
Hier scheint ziemlich alles im Lockdown zu sein, alles defekt. Aber ich komme hier durch. Der sieht kaputt aus. Geh rein, ich kann dich von hier aus steuern. Bist du dir sicher? Ich lass dich langsam und sachte runter. Bremst den Scheiß aus! Elias! Ich versuch's ja. Ein Motor hat einen kurzen beim Stromtransfer. Halt das Ding an! Sofort! Elias! Das System reagiert nicht! Du musst es manuell machen! Moment, was? Wie? Klemm einfach was in die Bremse! Oh, Scheiße, Mann. Jacob, hörst du noch? Ja, gerade so. Na, jetzt bin ich ganz unten. Ich finde, was mit dem System nicht stimmt. Starte da unten die Stromversorgung neu und geh zum anderen Aufzug. Du bist fast da. Noch ein Aufzug. Kann's kaum erwarten. Scheiße, wie weit runter bin ich jetzt, Mann? Keller. Ist eigentlich krass, dass hier alles auf Deutsch steht, ne? Die haben das alles reingepatcht. So, wir sind im Keller. Das war eigentlich klar, soweit wie wir hier runtergefallen sind. Ah! Alter! Was zur Hölle? Elias! Elias! Aus welchem scheiß Albtraum ist das denn, Mann? Boah, wie ekelhaft! Das war ein Kopf an der Schnur, Mann. Was war das? Wie ekelhaft ist das denn? Boah, das wird mir noch Albträume geben, Mann. Oh, Scheiße. Ich bleib hier stehen. Ich gehe nicht mehr weiter. Nee, ich verkriech mich hier in der Ecke, Mann. Was für ein hässliches Teil. Oh. Der hat mir recht viel Leben abgezogen, dieser Kopf. Boah, wie hässlich das war, ne? Ich habe das zuerst gar nicht richtig gesehen. Da kam einfach was vorgeschossen. Ekelhaft. Boah, Gänsehaut, Mann. Das widert mich gerade ein bisschen an. Verflucht doch mal! Nein! Schon wieder! Scheiße, ich muss ein bisschen besser aufpassen. Die ziehen mir recht viel Leben ab, diese hässlichen Schlangenköpfe. Von hier bin ich gekommen, oder? Ja. Oh Mann. Kann ich den irgendwie ausweichen, oder? Weil ich will jetzt nicht jedes Mal von denen gepackt werden. Das Ausweichen, das klappt eigentlich schon ziemlich gut mittlerweile. Da ist doch wieder so ein Scheißkopf, oder? Haha! Hab ich's doch gewusst. Du hast halt keine Ahnung, ob gleich wieder jemand rausgesprungen. Das haben sie schon krass umgesetzt. Ne? Du hast keine Ahnung, ob da gleich jemand rausgesprungen kommt.
Na, er gibt ordentlich Credits. Wo ist er hin? Ich glaube, die kommen aus dem Boden raus. Kann das sein? Durch diese Gitter. Weil der ist nämlich da oben verschwunden. So, mein Freund, mach's gut. Nice. Der Erfolg ist auch nice. Arbeitsunfall. Stand gerade bei der PlayStation Arbeitsunfall als Erfolg. Ah, das war kein Arbeitsunfall. Ja, nice. So, was habe ich gekriegt? Ich habe fast alles gefunden, bis auf eine Person hier. Das war eine Frau. Officer Carrie Brown, 1,70, 56 Kilo. Anweisung, höchste Priorität. Sicherheitspersonal wird zur kinetischen Zellentransfersystem Wartungsbucht entsandt. Anlage höchster Wichtigkeit wird um 0315 transferiert. 0315 transferiert. Bereich auf Personal mit Freigabelevel Zeta begrenzen. Tödliche Gewaltanwendung wurde autorisiert. Alles klar. Also Überlebende haben wir keine gefunden bisher. Da unten hocken sie wieder. So. Das war doof. Meine Fresse. Bist du tot? So, jetzt bist du tot. Ah, geht schon ordentlich ab jetzt, das Spiel. Macht Spaß. Das war ein großer Typ, ne? Den habe ich nicht so leicht klein gekriegt. Der konnte auch blocken. Was ich jetzt noch nicht so rausgefunden habe, ist das mit dem Blocken, ehrlich gesagt. Das wollte ich jetzt kurz ausprobieren. Aber so gegen drei ist das dann doch ziemlich schwierig eigentlich.